Michael, habe ich ein neues Spiel angefangen? Nö, nicht wirklich. Das ist das hier, was ich eigentlich spiele, nämlich Rust. Und ich weiß nicht, ob du Rust kennst, vielleicht nicht. Ebenfalls ein Survival-Game. Was ist denn mit Scum? Ja, Scum habe ich halt tatsächlich ganz neu angefangen und spiele es noch eher sporadisch. Weil ich hier in dem Spiel mich um den sogenannten Upkeep kümmern muss. Das heißt, ich brauche verschiedene Ressourcen, die auch für den Bau selber verwandt wurden, um das Gebäude zu erhalten. Ich kann das mal eben hier zeigen gleich. Das hier ist zum Beispiel eine Kirche, die ich gebaut habe. Ein Besucher, der ebenfalls eine Kathedrale gebaut hat, auf einem anderen Server. Das da drüben ist eine Galerie. Die besteht in der Hauptsache aus Stein, genauso wie das Gebäude hier. Und ja, um das zu erhalten, wird ein Upkeep benötigt. Das heißt, ich muss hier regelmäßig farmen, um diesen Upkeep in einen Schrank zu stecken. Oder verschiedene Ressourcen, in dem Fall hier Stein, Holz und Metallfragmente. 24 Stunden kostet es zum Beispiel fast 100.000 Steine. 1, 2, 3, 4 mal 25 sind 100.000 Steine, also 3 Tage, 4 Tage ist der Upkeep hier gesichert. Das ist allerdings nicht das einzige Gebäude, das ich hier gebaut habe. Entsprechend muss ich mich da halt drum kümmern, dass hier Ressourcen vorhanden sind. Hier die Galerie. Leinwände waren aufgehangen. Drei Ausstellungen sollten es werden. Für jede Ausstellung ein Geschoss. Leider habe ich gerade mal ein Bild geschafft. Ja,
Sollte so ein bisschen Star Wars Thema sein. Aber dann war ich unter anderem zum Beispiel mit Scum beschäftigt. Auch hier gibt es einen Upkeep, das ist rechts in der Ecke. Jetzt muss ich hier mal schauen, was fehlt. Stein offensichtlich. Tage, 19 Stunden. In Rust gibt es jeden Monat einen Wipe. Das heißt, alles, was man hier gebaut hat, gesammelt hat, gelernt hat, unter Umständen auch, verschwindet. Und alle fangen wieder völlig neu an. Da drüben die Pyramide, das hat Chef zum Beispiel gebaut, der auch schon mal hier im Discord ist. Allerdings noch kein Scum spielt. Da drüben ist sein Bergwerk und sein Haupthaus. Eine PvP-Studie. Eine Basis. Hier waren ein paar Zombies drin gefangen, die leider nach einem Neustart, Server-Neustart verschwanden. Das war schade, weil es nicht so einfach ist, Zombies zu fangen und einzusperren. Ja, und jetzt klappe ich gerade meine Gebäude ab, die ein bisschen weiter auseinander stehen. Auf der Strecke dahin sammle ich ein paar Ressourcen ein. Nur das Holz erkennt. Richtig. Genau, das heißt, alles, was du baust, ist jeden Monat weg und du musst wieder neu machen. Genau das. Halt vorstellen, es gibt Server, da sind bis zu 400 Leute drauf auf offiziellen Servern. Und wenn die da alle bauen, jeder kann bauen, und bauen ist auch nicht so schwierig, also so ein Gerüst für eine Basis zu bauen, die man dann halt erst mit Holz baut und dann mit anderen Materialien weiter upgradet, also verstärkt.
damit die nicht so einfach zu raiden und für andere zu zerstören sind. Es gibt ein ziemliches Server-Hopping. Es machen ständig neue Server auf. Und so eine Woche nach einem Wipe kristallisiert sich eigentlich schon raus, wer auf dem Server letztlich das Sagen haben wird. So, das ist jetzt so meine Theorie. Und dann fangen die Leute an, den Server zu wechseln, also neue Server zu suchen. Vorzugsweise Server, die gerade neu aufgesetzt wurden. Das heißt, wo der Vibe in dem Sinne gerade passierte und alles neu ist und alle dieselben Chancen haben, also auch die anderen noch keine großartigen Fähigkeiten, keine Skills haben und so. Almageddon, moin, legt sich schon nach einem Tag fest, wer auf dem Server das Sagen haben wird, meinst du? Ja, auf großen Servern, wo große Gruppen unterwegs sind, da geht es eigentlich ratzfatz. Man teilt sich die Aufgaben auf, ein paar gehen farmen, ein anderer oder zwei fangen an zu bauen, die dritten erkunden schon mal die Gegend und die Nachbarschaft. Und du kannst craften, alles, was ich jetzt hier, oder ich zeig mal, gibt hier so verschiedene Kategorien, was man bauen kann, von Basics wie diesem Toolcupboard, in dem wir vorhin reingucken, wo das Upkeep drin ist, über erste Tools, Hammer und Buildingplan zum Bauen, erste Waffen, Klamotten. Und dann fängst du an, Sachen zu lernen, die du findest. Das geht hier durch Reverse Engineering. Das heißt, ich finde so eine Mütze, schmeiß die in einen sogenannten Research Table, den ich dann auch erstmal bauen muss, das Ding hier. Da schmeiße ich alles rein und kann alles, was ich so finde, auch Medikits, Waffen natürlich, Waffenaufsätze, Munition etc. Das kann ich lernen und dann kann ich das immer wieder bauen. Das lerne ich, indem ich Scrap in diesen Research Table tue und das entsprechende Item, das ich halt lernen will. Und wenn ein paar Jungs am Anfang losschickst, die dann so in die Hotspots gehen, wo sie gutes Loot bekommen, dann bringen die das alles wieder. Andere haben sind farmen gegangen, haben gelootet, haben genug Scrap, dann wird geforscht und dann wird gebaut. Und dann gehen alle auf Tour und raiden und looten und sammeln und machen. Und können halt ratzfatz die besten Sachen, die man braucht, waffentechnisch, rüstungstechnisch, whatever, können die Leute dann halt sofort benutzen. Und dann dauert es eher lange, diese 4 Wochen, bis der nächste Vibe kommt. Also mit Einstein, ne, da ist Zeit halt einfach relativ. Almageddon. Ich war letztens mit 12 Leuten auf Rustopia und man hat sofort bemerkt, wer den Server dominiert hat. 20-Mann-Clan, der neben uns gewohnt hat. Ja. Und du musst ja nicht da bleiben. Das ist halt der Punkt. Ist nicht so, als gäbe es nur 5 Server und man müsste sich halt damit mit so einem 20-Mann-Clan dann eben rumschlagen. Wenn man da keinen Bock drauf hat, geht man auf einen anderen Server. Es gibt auch explizit Solo-Server oder Server, auf denen man nur mit Duo oder Trio, also zu zweit oder zu dritt im Team spielen darf. Größere
Gruppen sind dann da, werden gebannt, wenn sowas auffällt. Und ja, so musst du dich nicht mit denen rumschlagen und kannst einfach den Server wechseln. Und das machen dann halt auch viele. Umgekehrt gehen Leute dahin und wollen halt gegen so große Gruppen kämpfen, mit einer vielleicht ebenso großen Gruppe. Ach, war witzig, hatten gute Fights. Ja, klar, kann auch passieren. Aber das nur mal so zu dieser Vibe-Mechanik. Ist eher ungewöhnlich. Ich bin auch eher gewohnt, in Spielen unterwegs zu sein, wo alles für immer so bleibt, wie die User das dann irgendwann geschaffen haben.